Sie sehen, ich habe keinen Movember, keinen Schnurrbart. Ich bin überhaupt kein Bartträger und erst recht kein Schnurrbartträger. Ich finde die Idee aber super. Gibt es, wenn ich es richtig weiß, seit 2003 jedes Jahr, dass sich die Männer mit dem Schnauzbart sozusagen ins Gespräch bringen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich finde die Idee super, die Öffentlichkeit quasi zu sensibilisieren, dass auch Männer Vorsorge betreiben müssen. Viele Patienten denken immer noch, dass Tumore Schmerzen machen oder irgendeine Art von Symptomatik. Die klassische urologische Früherkennungsuntersuchung ist ab dem 45. Lebensjahr auch von den Krankenkassen finanziert. So eine kleine Lücke ist im Grunde der Hodentumor, weil das betrifft die jungen Männer, 20 bis 40 Jahre. Und Hodentumor tasten kann eigentlich jeder Mann.